Hallo, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 5. CERNAC-Kolloquium 2020 und freue mich, dass ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Tschechien und stellvertretende Direktorin des Deutschen Kulturforums Östliches Europa die Veranstaltung begleiten darf. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Zentrum für historische Forschung Berlin, der Polnischen Akademie der Wissenschaften und meiner Kollegin Ariane Afsari dafür, dass sie diese Veranstaltungsreihe in diesem besonderen Jahr 2020 unerschrocken weiterführen. Angefangen haben wir die Reihe live hier im Zentrum für historische Forschung. Und als es dann mit Corona begann, sind wir kurzerhand auf unseren YouTube-Kanal umgezogen, wo wir die Veranstaltung in Form von Filmen auch mit der Hilfe unserer gemeinsamen Kollegin Vera Schneider, die beim Kulturforum für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, verwirklichen können. Das Thema des CERNAC-Kolloquiums 2020 ist Minderheitenrechte, Selbstbestimmung und Volksabstimmungen in Europa nach 1918. Dieses Thema ist passend zur Kooperation Teil des Jahresthemas 2020 des Deutschen Kulturforums Östliches Europa mit dem Titel Mittendrin und anders – Deutsche Minderheiten im östlichen Europa. Namensgeber der Vortragsreihe ist der für die deutsch-polnische bzw. deutsch-ostmitteleuropäische Geschichtswissenschaft so wichtige 2017 verstorbene Professor Klaus CERNAC, den wir hier auch sehen. Er lehrte in Frankfurt am Main, Gießen und Berlin und war für den deutsch-polnischen Wissenschaftsaustausch von zentraler Bedeutung, auch durch seine Sensibilität für die ostmitteleuropäischen Perspektiven. Heute wenden wir uns einmal dem anderen Nachbarstaat Deutschlands in Ostmitteleuropa zu, nämlich Tschechien. Auch die Präsentationsform wird heute eine etwas andere sein. Wir werden zwei gleich lange Hauptvorträge hören. Den einen über die Roma-Minderheit auf dem Gebiet des heutigen Tschechien, den anderen über die deutsche Minderheit. Den Vortrag über die Roma-Minderheit wird Veronika Patočková halten. Sie stammt aus Jihlava in Tschechien. Sie hat Soziologie und Übersetzungswissenschaften an der Karls-Universität in Prag und an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins Roma Trial, der transkulturellen Selbstorganisation von Roma und Nicht-Roma. Dort hat sie zahlreiche Projekte verwirklicht, zum Beispiel Filmreihen oder Bildungsprogramme. Außerdem ist sie im Bereich Recherche und wissenschaftliche Mitarbeit bei der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas beim Projekt Beobachtungsstelle Antiziganismus in Europa tätig. Den Vortrag über die deutsche Minderheit wird Dr. Wolfgang Schwarz halten. Er ist Historiker und Politikwissenschaftler, hat in Regensburg, Berlin und Prag studiert, wo er bis 2002 Fachreferent für Kultur und Publikation im Sekretariat des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds war. Seitdem arbeitet er als Kulturreferent für die böhmischen Länder beim Adalbert-Stifter-Verein in München. Dieser Verein widmet sich der Erforschung und populärwissenschaftlichen Präsentation der deutsch-böhmischen Kulturgeschichte und dem deutsch-tschechischen Kulturaustausch. Wolfgang Schwarz hat zahlreiche Kulturprojekte in Deutschland und Tschechien verwirklicht, darunter Kongresse, Tagungen, Ausstellungen und Publikationen. Er ist Mitglied im deutsch-tschechischen Gesprächsforum, dessen Zusammenstellung von den beiden Außenministerien getragen wird. Hätten wir die beiden Vorträge nicht wegen des Coronavirus ins Internet verlegt, hätte ich hier im Anschluss an Sie mit den beiden Referenten gesprochen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Geschichte der Roma und der deutschen Minderheit in Tschechien. Ein in der Zeit vor 1945 natürlich grundlegender Unterschied zwischen der Roma-Minderheit und der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakischen Republik war die Unterdrückung der Minderheit der Roma und Sinti, die unvergleichlich viel stärker war als die der deutschen Minderheit. In der Zeit des nationalsozialistischen Protektorats wurden die Roma und Sinti dann verfolgt und ermordet. Und wie sieht es nach 1945 aus, als die Sudetendeutschen selbst vertrieben und zum Teil auch ermordet werden? Diese und andere Fragen werden wir im Anschluss an die YouTube-Premiere im Live-Chat diskutieren. Und der Vorteil für Sie,
ist, dass Sie unmittelbar Fragen an Veronika Patitschkova und Wolfgang Schwarz stellen können. Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal interessante Erkenntnisse aus den beiden Vorträgen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, in dem es eher weniger um Roma und Romja an sich geht, sondern um den Antiziganismus. Konkret widme ich mich der Geschichte der Verfolgung und Unterdrückung von Roma im heutigen Tschechien seit dem Jahr 1918 bis zur heutigen Zeit. Vielleicht kurz zur Begriffserklärung. Antiziganismus bezeichnet eine spezielle Form des Rassismus, der sich gegen Roma, Sinti, Kale, Calderasch, Lovara, Laleri, Ursari, Beas, Manusch, Ashkali, Balkanägypter, Aurari, Romanichals, Troma, Doma, Gypsies, Travelers, Jenische und andere Menschen richtet, die mit dem Z-Wort stigmatisiert werden. Wie Sie alleine schon an diesen vielen Selbstbezeichnungen sehen, die ich gerade aufgezählt habe und die bei Weitem nicht alle genannt wurden, sind die Identitäten von Menschen, die von Antiziganismus betroffen sind, sehr unterschiedlich, sodass ein Vortrag über diese Menschen nur stark generalisierend sein könnte und immer die Gefahr birgt, in klischeehafte Darstellungen abzudriften. Deshalb habe ich mich bewusst dagegen entschieden. Was aber tatsächlich all diese Menschen gemeinsam haben, ist die Diskriminierung und die jahrhundertealte Geschichte von Unterdrückung, die bis heute leider andauert. Für Roma hat Antiziganismus tiefgreifende, strukturelle und oft lebensbedrohliche Folgen. Sie werden immer noch wegen ihrer Herkunft und überall auf der Welt angegriffen, ausgegrenzt und auch ermordet. Ich möchte aber auch keine Geschichte von Opfertum und Entmenschlichung erzählen. Roma waren und sind auch immer aktive AkteurInnen und MitgestalterInnen der Gesellschaft. Auch dieser Aspekt wird oft ausgeblendet, was an sich auch schon aus meiner Perspektive eine Folge von fest verankerten antiziganistischen Strukturen in unserer Wahrnehmung und unserem Denken ist. Ich versuche auch, das Z-Wort nicht zu verwenden, da dieser Begriff für viele Menschen verletzend ist. Auch in historischen Bezeichnungen deute ich das Wort daher nur an. Dieser Vortrag setzt sich vor allem zum Ziel, zur bewussten Reflexion des Antiziganismus am Beispiel der tschechischen Geschichte beizutragen. Und ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen nach meinem Vortrag. Meine Ausführung beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der sogenannten Ersten Tschechoslowakischen Republik, eines Staates, der im Zuge des Zusammenbruchs der Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1918 entstanden ist. In der gesamten Tschechoslowakei, zu der neben der heutigen Tschechien und der Slowakei auch das Gebiet der Karpatenukraine gehörte, lebten im Jahr 1918 laut Professor Netschas etwa 70.000 Roma bzw. Sinti. Zahlenmäßig war es also eine kleine Minderheit, verglichen zu den etwa 3 Millionen Deutschen, 700.000 Ungarn oder auch 180.000 Jüdinnen und Juden laut Zensus von 1921. Doch die Vorurteile und die Ablehnung waren schon in dieser jungen Demokratie stark präsent und auch aktiv geschürt. Bereits im September 1921 wurde eine Vorlage des Gesetzes über die Beschränkung der Landstreicherei ausgearbeitet, das sich zwar offiziell nicht ausdrücklich gegen Roma richtete, in dessen Begründungsbericht allerdings unverhohlen beschrieben wurde, dass die bisherigen Maßnahmen das Umherziehen der Roma und damit deren Kriminalität nicht verhindern konnten. Im Februar 1922 reichten südböhmische Dörfer eine gemeinsame Petition ein, um mit dem vorbereiteten Gesetz der wahrhaftigen Geisel des Landes Einhalt zu gebieten. Im Oktober 1922 sendete ein Arzt einen Brief an die Präsidentenkanzlei, laut dem Roma angeblich Typhus in seinen Bezirk einschleppten. Übrigens wird gerade der Vorwurf, Roma hätten die Covid-19-Infektion verbreitet, in ganz Europa geschürt. Das lange vorbereitete Gesetz betreffend Z und ähnliche Landstreicher wurde 1927 verabschiedet, wobei dies die erste gesonderte und einheitliche gesetzliche Grundlage zur Diskriminierung von Roma und Sinti in der Tschechoslowakei war. 1982 errichtete das Innenministerium eine Zentralstelle für Erfassung von umherziehenden Z, die innerhalb eines Jahres ein Verzeichnis mit insgesamt 36.000 Personen zusammenstellte. Bereits dieses Verfahren hatte eindeutig diskriminierende Züge. In dessen Verlauf war es möglich, den Roma und Sinti das Verlassen eines bestimmten Ortes zu verbieten,
ihnen ihre persönlichen Dokumente wegzunehmen und sogar einen Teil ihres Vermögens zu beschlagnahmen. Den Roma wurde dann ein Z-Ausweis ausgestellt, den später bis 1993 auch Roma mit festem Wohnsitz bekommen haben. Ein deutliches Anzeichen der Entmenschlichung, die bereits vor der Besetzung der inneren tschechischen Gebiete durch die NS-Diktatur erfolgte und damit der Nährboden für die fast vollständige Auslöschung von Roma und Sinti in Tschechien während der NS-Zeit bereitete. Die Verfolgung von Roma und Sinti spitzte sich noch vor der deutschen Besetzung zunehmend zu. So wurde bereits am 2. März 1939 eine Regierungsverordnung zur Errichtung von Lagern für sogenannte Z-Familien und ähnliche Landstreicher erlassen, also 2 Wochen vor der Besetzung und dem Ausrufen des Protektorats Böhmen und Mähren. Auf der Grundlage dieser Verordnung wurden dann die Internierungslager für Roma und Sinti in südböhmischen Letti und in mährischen Hodonin errichtet. Im Protektorat Böhmen und Mähren wurden weitere repressive Maßnahmen gegen Roma und Sinti erlassen. Im November 1939 ordnete das Innenministerium die Zwangsansiedlung aller Roma an. Diejenigen, die den Befehl nicht folgten, drohte die Internierung in den Zuchtarbeitslagern. Die beiden wichtigsten Zuchtarbeitslager wurden aufgrund der erwähnten Verordnung von März 1939 im August 1940 eröffnet. Eins eben in böhmischen Letti bei Písek und eins in mährischen Hodonin bei Kunstadt. Beide wurden später zu sogenannten Sammerlagern für Roma- und Sinti-Familien. Und obwohl beide Lager primär für sogenannte Arbeitssteuermänner errichtet wurden, nutzte auch die Protektoratsverwaltung die Chance und internierte dort auch Roma, die eine Arbeit hatten. Mit dem Buchstaben Z für Zikan, das tschechische Äquivalent zum Z-Wort, wurde in Letti sogar der erste Häftling gekennzeichnet. In Hodonin kam der erste Rom 2 Wochen nach der Eröffnung des Lagers an. Bis zum Jahr 1942 bewegte sich der Anteil an Roma zwischen 5% und 25%. Vernichtende Folgen hatte die nächste Verordnung über die Bekämpfung der Z-Plage vom 10. Juli 1942, die durch den Reichserlass mit demselben Namen inspiriert war. Mit dieser Verordnung wurde die bisher herrschende soziografische Definition der Z als der Umherziehenden durch eine rassistische ersetzt. Die Roma-Bevölkerung wurde von diesem Moment an endgültig einer systematischen Verfolgung ausgesetzt, unabhängig davon, ob die einzelnen Menschen sesshaft lebten oder eine feste Arbeit hatten. Der 2. August 1942 wurde als Tag der Erfassung der Z festgelegt, an dem sich alle Roma bei zuständigen Behörden melden mussten. Bis Ende März 1943 wurden insgesamt 5.830 Menschen der Rassenkategorie Z und Z-Mischlinge zugeordnet. Ein größerer Teil der erfassten Roma konnte einen festen Wohnsitz und eine Arbeit nachweisen und durfte zunächst frei bleiben, musste allerdings Personalausweise abgeben, die durch spezielle Legitimationskarten ersetzt wurden. Im August 1942 wurden auch die Zuchtlager in Letti und Hodonin zu Internierungslagern für Roma- und Sinti-Familien umfunktioniert. Beide wurden sehr schnell hoffnungslos überfüllt. Ihre Kapazität betrug 200 bis 300 Personen, in beiden wurden schnell jeweils 1300 Menschen am engsten Raum zusammengepfercht. Infolge der inhumanen Versorgung und einer Typhusepidemie starben in Letti 326 Personen, in Hodonin 207 Personen, vor allem Kinder. Einen tragischen und beinahe definitiven Punkt hinter dem Leben von Roma und Sinti auf dem Gebiet des Protektorats machte der sogenannte Auschwitz-Erlass Heinrich Himmlers vom 16. Dezember 1942, nachdem sämtliche noch im Reichsgebiet lebende Roma und Sinti in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert werden sollten. Aufgrund dieses Erlasses wurden in mehreren Transporten insgesamt über 5.500 Roma und Sinti aus dem Protektorat nach Auschwitz deportiert. Auch die in Letti und Hodonin inhaftierten Menschen wurden zwischen März und Mai 1943 nach Auschwitz transportiert. Lediglich 200 Roma und Sinti blieben danach im Protektorat. Wie ich bereits erwähnte, leisteten viele Roma und Sinti verschiedene Formen des Widerstands bzw. Selbstbehauptung. Dieser Aspekt wird nach wie vor unterbeleuchtet, deswegen möchte ich zumindest 2 Menschen erwähnen, die beide im Lager in Letti interniert waren
und von dort aus geflohen sind. Der Rom und aktiver Partisanenkämpfer Josef Serinek, der nach seiner Flucht ein 30-köpfiges Partisanenregiment aufbaute. Seine Ehefrau und 5 Kinder wurden teilweise in Leti, teilweise in Auschwitz-Birkenau ermordet. Serinek lebte bis 1974 in Tschechien, bevor er gestorben ist. Die zweite Person, die ich erwähnen möchte, ist die Sinti Zazili Schmidt, die nach ihrer Flucht aus Leti erfasst wurde und über Umwege nach Auschwitz-Birkenau transportiert wurde. Dort hat sie bis August 1944 ihre Familie, also ihre eigene 4-jährige Tochter, ihre Eltern, Schwester mit 6 Kindern und 2 Brüder, durch Essensklauen und später durch eine Bekanntschaft mit dem Lagerältesten Demanski versorgte. Am 2. August 1944 wurde ihre Familie gemeinsam mit über 3000 weiteren Sinti und Roma vergast. Zilli Schmidt ist heute 96 Jahre alt, lebt in Mannheim und hat vor 2 Jahren angefangen, über ihre Erinnerungen öffentlich zu reden. Die Folgen des Völkermords an Roma und Sinti in Tschechien waren verheerend. Nach dem Krieg kamen lediglich 600 Roma bzw. Sinti zurück. Von den tschechischen Roma und Sinti überlebten den Genozid also ungefähr 10%. Die ursprüngliche Roma-Bevölkerung Tschechiens wurde dadurch fast vollständig ausgelöscht. Die allermeisten Roma, die heute in Tschechien leben, haben ihre familiären Wurzeln in der Slowakei. Dazu ist wichtig zu sagen, die Verfolgung der Roma in der Slowakei während des Zweiten Weltkriegs war nicht weniger brutal als in Tschechien. Systematische Züge nahm sie allerdings erst ab November 1944 an, nach der Zerschlagung des antifaschistischen Nationalaufstands der Slowaken. Die diskriminierenden Maßnahmen beruhten auf keiner einheitlichen Gesetzgebung, sondern stützten sich auf einzelnen Teilverordnungen, deren Ausführung in den Händen der slowakischen Gendarmerie lag. Eine wichtige Rolle spielte auch die Tatsache, dass die meisten der 100.000 slowakischen Roma eine wichtige Arbeitskraft der slowakischen Bauer und Anbieterinnen von bestimmten handwerklichen Dienstleistungen waren. Gemäß der Verordnungen der Jahre 41 bis 43 mussten Roma allerdings ihre Häuser verlassen, wenn sie sich direkt in Gemeinden oder in der Nähe von Gemeinden befanden. Sie mussten fortan auf Grundstücken in Wäldern leben, die von Straßen aus nicht zu sehen waren und die oft nicht einmal eine Quelle von Trinkwasser hatten. Dies führte zu einer vollständigen Ausschaltung der Roma aus der Gesellschaft. Am schlimmsten waren die zahlreichen Razzien in Roma-Siedlungen, während der die AnwohnerInnen gewaltsamen und erniedrigeren Taten ausgesetzt wurden. Nach dem Kriegsende hatten die Menschen nichts mehr und auch keinen Ort, wo sie hingehen könnten. Ihre Häuser wurden meistens zerstört und ihre Rückkehr nicht erwünscht. Aus solchen verelendeten Verhältnissen kamen bereits 1945 und 1946 vor allem junge Roma aus der Slowakei nach Tschechien, insbesondere in die industrialisierte deutsch-tschechische Grenzregion, aus der die deutsche Bevölkerung vertrieben wurde und wo die Nachfrage nach der Arbeitskraft wuchs. Vielerorts störten sich die EinwohnerInnen an deren Anwesenheit und riefen teilweise zu erneuten Einrichtungen von Lagern für Roma auf, die jedoch nicht umgesetzt wurden. Was umgesetzt wurde, war im Sommer 1947 die Registrierung aller fahrenden Z- und Arbeitssteuerlandstreicher, das von dem tschechoslowakischen Innenministerium organisiert war. Doch der erwartete Effekt scheiterte, da von den 16.800 auf dem tschechischen Gebiet registrierten Personen nur 214 keine Beschäftigung vorweisen konnten. Der Register konnte allerdings zur erneuten Erfassung aller Roma einschließlich Kinder in Tschechien dienen. Nach dem Februarumsturz und der Machtübernahme der Kommunistischen Partei im Jahr 1948 wurden Roma formell gleichberechtigt. Das diskriminierende Gesetz vom Jahr 1927 wurde auch endlich abgeschafft. Die meisten Roma blieben allerdings wirtschaftlich und sozial am Rande der Gesellschaft, die nach wie vor stark antiziganistisch geprägt war. Der Staat unterzog die Roma vielen Sozialexperimenten und verschiedenen Politiken. Der rassistische Gedanke dahinter war, aus dem als unterentwickelt bezeichneten Roma vollwertige BürgerInnen zu machen. In den 1950er Jahren wurden einige Schulen gegründet, in denen ausschließlich Roma-Kinder unterrichtet wurden.
Es begann als ein pädagogisches Experiment und bekam zunehmend repressive und menschenrechtsberaubende Züge. Das Vorbild war die Schule in Květušín in Südböhmen, die durch ihren Roma-Gesangchor medial viel Aufmerksamkeit gewonnen hat. Der Chor trat in der gesamten Tschechoslowakei auf, von der Prager Burg mit dem Regierungssitz bis zu Roma-Siedlungen in der Ostslowakei. Die Presse kommentierte es mit den Worten: Sie wurden zu Menschen. Gemeint waren die SchülerInnen. Das Schlimmste an dem Experiment war die gezielte Zerstörung der Beziehungen zwischen den Eltern und ihren Kindern. Der junge Schuldirektor aus Květušín war der Meinung, dass sich die Eltern dem Bildungsweg ihrer Kinder in den Weg stellen würden und deren Einfluss auf die Kinder die Lernerfolge gefährden würde. Bereits ein Jahr nach der Gründung dieser Schule wurde sie also in ein Internat bzw. später ein Kinderheim umgewandelt. Nur wenige Kinder, die hier unterrichtet wurden, lebten bei ihrer Familie. Die meisten zogen in der Schule ein. Etwa ein Drittel der Kinder freiwillig, etwa weil sie Waisen waren oder ihre Familien überfordert, zwei Drittel wurden per Gerichtsbeschluss in Obhut genommen und gegen den Willen der Eltern in die Schule platziert. In manchen Fällen mit Gewalt, wie der Schuldirektor in seinen Tagebüchern beschrieben hat. Begleitet von der Polizei stürmte er in die Häuser der Roma, schlug sich den Weg zu den Kindern durch und nahm diejenigen mit, die laut dem Gericht der Schule wortwörtlich gehörten. Die Leiterin des Sozialreferats in Český Krumlov in der Nähe von Květušín bezeichnete der Schuldirektor als Vermittlerin und Lieferantin des Materials für unsere Werkstatt der Menschlichkeit. Als die Schule bzw. das Kinderheim die Kapazität von etwa 70 Kindern überstieg, wurde sie im Jahr 1954 nach Dobrávoda verlegt. Diese Adresse wurde vielen Eltern nicht mitgeteilt und wenn sie herausgefunden haben, wo sich ihre Kinder befinden, kamen ihre Briefe manchmal auch nicht an, sondern verschwanden in der Schublade des Schuldirektors. Wie gesagt, die Schule wurde zum Vorbild weiterer solcher Roma-Schulen. Sie funktionierte bis 1960. Nach deren Auflösung wurden die meisten Kinder in verschiedenen Kinderheimen und Sonderschulen in ganz Tschechien platziert. In den 1960er Jahren kam es zum ersten Politikwechsel. Roma-Kinder sollten fortan nicht mehr getrennt unterrichtet werden, sondern gemeinsam mit Nicht-Roma-Kindern. Dies hing mit der Politik der sogenannten Zwangsassimilation zusammen, die sich ab der zweiten Hälfte der 50er Jahre durchsetzte. 1958 wurde das Gesetz über die dauerhafte Ansiedlung fahrender Personen erlassen, mit dem auch die letzten paar Roma-Gruppen sesshaft gemacht wurden, die noch teilweise fahrend lebten. Das Sprechen in der Muttersprache, dem Romanes, wurde verboten, die Praxis von Kinderentnahmen aus ihren Familien wurde immer häufiger. Auch die Anzahl der Kinder, die Sonderschulen für eigentlich geistig behinderte Kinder besuchten oder in Kinderheimen lebten, wuchs rasant und erreichte schnell 40% aller Roma-Kinder in der Tschechoslowakei. Im Jahr 1965 kam noch die sogenannte Politik der Zerstreuung dazu. Es wurden Pläne ausgearbeitet, wie viele Roma woher umzusiedeln sind, in der Hoffnung, dass dadurch das Problem der armen Roma-Siedlungen vor allem in der Ostslowakei gelöst wird, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Selbstbestimmte und selbstorganisierte Migration von Roma aus der Slowakei nach Tschechien wurde dagegen stark eingeschränkt. Doch weder die lokalen Behörden noch die meisten Roma selbst waren an der staatlich organisierten Zerstreuung interessiert. Viele der umgesiedelten Familien kamen nach kurzer Zeit wieder zurück. 3 Jahre später, also 1968, wurde daher auch dieses Experiment eingestellt. Am Ende der 1960er Jahre war es also endgültig klar, dass die Politik der Zwangsassimilation nicht zu den erhofften Ergebnissen geführt hat. Die gesellschaftlich-politische Lockerung im Zuge des Prager Frühlings 1968 ließen auch zum ersten Mal wichtige Emanzipationsprozesse der tschechischen und slowakischen Roma zu. Zu Wort kamen daher BürgerrechtsaktivistInnen, die sich seit den 50er Jahren dagegen gewehrt haben, dass Roma nur als Objekte der Staatspolitik wahrgenommen werden. Ihre Arbeit mündete 1969 in die Gründung des Verbands der Roma, der ersten Selbstorganisation von Roma in der Tschechoslowakei. Bis 1972 hatte der Verband beachtliche 8.500 Mitglieder.
Er setzte sich für die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage von Roma ein, förderte aber auch die ethnische Roma-Identität und die Sprache, bemühte sich um eine Anerkennung als nationale Minderheit, gab eine eigene Zeitung auf Tschechisch und Romanes heraus, pflegte Kontakte zu den anderen Roma-Organisationen im Ausland und setzte sich auch für die Anerkennung von Roma-Opfern des NS-Terrors als solche ein. Der Verband war 4 Jahre bis 1973 tätig, danach wurde er durch die Regierung wieder verboten. In den 1970er Jahren überarbeitet der Staat die Assimilationspolitik und wendet sich einer Politik der sogenannten allseitigen kulturellen und gesellschaftlichen Integration zu. Doch trotz der relativ freundlichen Bezeichnung verbarg sich hinter der Strategie vielerorts Segregation und eine weitere Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Vor allem in den industriellen Grenzgebieten entstanden räumlich isolierte Großsiedlungen, die bis heute Bestand haben, ghettoartige Bilder der ganzen Welt liefen und die Politik nach wie vor überfordern. Bezeichnend ist, dass in den 1970er Jahren eine Schweinemastanlage auf dem Grundstück des Internierungslagers für Roma und Sinti in Letti in Südböhmen errichtet wurde. Und da über den Völkermord an Roma und Sinti öffentlich nicht gesprochen wurde, wurde die Geschichte des Ortes ignoriert und die Würde der Opfer und Überlebenden mit Füßen getreten. Ein anhaltendes Problem stellt die Bildungssituation dar und die Platzierung von Roma-Kindern in Sonderschulen und Kinderheimen. Erste Ansätze, die Kinder in ihrer Muttersprache zu unterrichten und Romaneskurse für Lehrkräfte zu organisieren, wurden von den Schulen nicht breit angenommen. Eine weitere Verletzung der Menschenrechte stellten Zwangssterilisation von Roma-Frauen dar, die entweder ganz ohne Einverständnis der Frauen oder durch Manipulation und Druckausübung erfolgte. Ermöglicht wurden sie durch eine Richtlinie des Gesundheitsministeriums vom Jahr 71, laut der auch ein durchgemachter Kaiserschnitt oder die Geburt eines vierten Kindes die Bedingungen für die Indikation einer Sterilisation waren. Diese beiden Bedingungen wurden bei Roma-Frauen regelmäßig missbraucht. Ab 1979 wurden Roma-Frauen unverhohlen mit finanziellen Anreizen dazu motiviert, sich sterilisieren zu lassen. Laut der Untersuchungen des tschechischen Ombudsmanns vom Jahr 2005 konnten die erzwungenen Sterilisationen mehrere tausend Roma-Frauen betreffen. Diese Praxis wurde bereits 1978 durch die sogenannte Charta 77 kritisiert, eine Bürgerrechtsbewegung, die das kommunistische Regime kritisierte und sich an der Wende 89 sowie an den Verhandlungen mit der Regierung nach der Wende beteiligte. Unter anderem Václav Havel, der spätere Präsident, kritisierte darin, dass in manchen Bezirken die Sterilisation von Roma-Frauen als eine geplante administrative Praxis durchgeführt wird und der Erfolgsgrad der MitarbeiterInnen bei internen Sitzungen an der Anzahl der Roma-Frauen gemessen wird, die sie zur Sterilisation überzeugt haben. Bei solchen Bedingungen ist die Objektivität ausgeschlossen, steht es im Dokument. ...1989 bröckelt, wie in anderen Ostblockländern, auch in Tschechien das totalitäre politische System. Und auch Roma beteiligten sich in Tschechien aktiv an den Demokratiekämpfen. Im Haus des Roms Karel Holomek trafen sich die wichtigsten prodemokratischen Intellektuellen. Er selbst vermehrte und verbreitete verbotene Publikationen. Weitere Roma unterstützten offen das Bürgerforum, die politische Bewegung, die 2 Tage nach dem Beginn der sogenannten Samtenen Revolution als eine spontane Plattform im November 1989 entstand, mit dem Ziel, einen Dialog mit dem kommunistischen Regime zu beginnen. Ein paar Tage später durften dann die Roma-Aktivisten Ščuka und Rusenko bei einem der Massenproteste in Prag auf Letná vor 800.000 Menschen sprechen, die dann anschließend "Es leben die Roma" skandiert haben. Im März 1990 wurde dann die Roma-Bürgerinitiative gegründet, eine Partei, die für die Jahre 1990 bis 1992 11 Roma-Abgeordnete in das Parlament gebracht hat. Ein außergewöhnlicher Erfolg. Doch während auf der politischen Ebene vorerst Erfolge gefeiert wurden, kam es überall in der neuen Republik zu rassistischen Überfällen von Neonazis, vor allem auf Roma und die vietnamesische Minderheit. Neonazis haben täglich Jagden auf Roma organisiert, die Politik und Öffentlichkeit schauten meistens weg.
Der erste Mord an einem Rom wurde am 23. Februar 1991 verübt. Er wurde von 28 Männern mit Baseballschlägern zu Tode geprügelt. Es folgten weitere Morde. Bis 2001 wurden 9 Roma sowie Angehörige weiterer rassifizierten Gruppen wie den Türken oder Sudaneser ermordet. Die Häufigkeit der Angriffe, die oft unausreichende Ermittlung seitens der Polizei und niedrige Strafen für die Täter bewegten viele Roma zur Migration nach Kanada und Großbritannien, wo viele von ihnen auch politisches Asyl bekommen haben, mit der Begründung, dass die tschechische Gesellschaft ihre Sicherheit nicht gewährleisten konnte. In den 90er Jahren gab es auch erste Versuche, auf die Schweinemastanlage auf dem Grundstück des ehemaligen Internierungslagers in Letty aufmerksam zu machen. Doch die Regierung hat die Schweinemast kurzerhand privatisiert und gab damit für lange Jahrzehnte die Möglichkeit auf, einen würdigen Gedenkort zu schaffen. Auch im neuen Jahrtausend hat sich nicht viel verändert. Der Antiziganismus hielt im neuen Jahrtausend an und er wird auch heute weiterhin befeuert. Es gab weiterhin tödliche antiziganistische Angriffe und rechtsextremer Terror. 2009 überlebte in Vítkovice ein 1,5-jähriges Mädchen, Natalka, nur knapp den Brandanschlag auf das Haus ihrer Familie. 2012 wurde ein 22-jähriger Rom, Ladislav, in Tanwald in Nordböhmen von seinem Nachbar erschossen. Der Nachbar wurde vom Gericht freigesprochen, da er angeblich angegriffen und in Notwehr gehandelt hat. Zwischen den Jahren 2011 und 2013 gab es vor allem in der Grenzregion in Nordböhmen eine Serie von sogenannten Anti-Roma-Märschen, die von Rechtsextremisten organisiert und durch lokale Bevölkerung angefeuert wurden. Deren Demonstrationen wuchsen oft in gewaltbereite, pogromartige Aufmärsche über, die gezielt zu Orten führen, an denen viele Roma leben. Das Ziel war klar, Angst zu schüren. Von Parolen wie Roma in die Arbeit wurde schnell Roma ins Gas. Da die Demonstrationen offiziell erlaubt waren und die Polizei hat den Aufmärschen auch den Weg durch die Gegendemonstration geprügelt, viele Selbstorganisationen von Roma und auch Menschenrechtsorganisationen organisierten selber Blockaden der geplanten Aufzugsstraßen oder auch Freizeitaktivitäten für Kinder, um sie abzulenken und deren Traumatisierung zu verhindern. In den 3 Jahren fanden etwa 20 solche Aufmärsche, an denen jeweils 800 bis 2000 Menschen teilnahmen. Dazu kamen auch weitere Formen der Ausgrenzung, die staatlich bzw. kommunal organisiert wurden. Die Stadt Ústí nad Labem hat 1999 trotz internationalen Protest eine Mauer gebaut, die die Familienhäuser in der Matičnice-Straße von Roma in Zinshäusern auf deren anderen Seite trennte. Die scharfe Kritik seitens des Parlaments, eines amerikanischen Kongressmannes, des EU-Kommissars Verheugen und auch des damaligen Premierministers Zeman führte zu einem schnellen Abbau der Mauer nach 6 Wochen nach der Fertigstellung. Ein weiterer Fall der Menschenrechtsverletzung seitens der Kommune gab es 2006, als der damalige Bürgermeister Čunek ein Haus im Stadtzentrum von Vsetín in Schlesien abreißen ließ, in dem 230 Roma lebten. Als Ersatz ließ er ein Containerdorf hinter der Stadt errichten, in dem die Menschen erstens sozial komplett von der Gesellschaft abgeschnitten sind, zweitens seit 14 Jahren in ungeeigneten Bedingungen leben. Die Blechwände isolieren nicht und können daher weder Hitze noch Kälte stoppen. Alle Wohnungen sind durch Schimmel befallen. Die billigen und provisorisch angelegten Baumaterialien müssen auf Kosten der BewohnerInnen oft repariert oder ausgewechselt werden. Aktuell werden auch in Nordböhmen Pläne geschmiedet, auch in Most ein Containerdorf für Roma zu bauen. Wohnen sollten dort nicht nur Menschen aus der berüchtigten Siedlung Kranov, die in der 70er Jahren für Roma errichtet wurde, sondern perspektivisch auch Roma aus der Innenstadt. Dazu wurde im Stadtparlament im Oktober 2019 ein sogenannter Ausschuss zur Eliminierung von negativen sozialen Erscheinungen gegründet, der seitdem mehrere Maßnahmen auf den Weg gebracht hat. Zum Beispiel das Institut der sogenannten unablehnbaren Arbeit. Wenn ein arbeitsloser Mensch so ein Jobangebot ausschlägt, verliert er das Recht auf Arbeitslosengeld. Doch die Pläne gehen noch einen Schritt weiter. Der Ausschuss plant nun eine gezielte Zusammenarbeit mit privaten Wohnungseigentümern. Wenn die MieterInnen eine unablehnbare Arbeit nicht annehmen,
dürfen sie aus ihrer Wohnung rausgeworfen werden und sollen eben im Containerdorf landen. Die Stadt zahlt dann den Wohnungseigentümern die Miete für ihre leere Wohnung, solange sie keinen neuen, geeigneteren Mieter finden. Dieses Pilotprogramm wird nicht zufällig dezidiert in einer Straße umgesetzt, in der eben viele Roma leben. Dies ist ein Beispiel von strukturellen, staatlich betriebenen Antiziganismus der heutigen Tage. Wir rufen uns in Erinnerung. Menschen, die hier ihre Rechte verlieren, sind Nachkommen von Roma aus der Slowakei, deren Lebensgrundlage, also ihre Häuser und ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Rest der Gesellschaft, während des Zweiten Weltkriegs komplett zerstört wurden. Völlig mittellos kamen sie nach dem Krieg nach Tschechien, wurden erneut entrechtet, als Kinder aus ihren Familien gerissen, in vielen Fällen in Schulen für geistig beeinträchtigte SchülerInnen, in einer Sprache unterrichtet, die nicht ihre Muttersprache war und die sie manchmal gar nicht richtig beherrschten. Sie blieben ohne Perspektive auf eine Ausbildung, machten in der sozialistischen Industrie die schlechtesten Jobs und waren auch die ersten, die sie nach der Wende verloren haben. Der Bildungsnachteil konnte bis heute bei weitem nicht nachgeholt werden. Roma sind nach wie vor von rassistischen Übergriffen und Einschüchterungen von Rechtsextremen ausgesetzt. Und nun werden sie durch die Stadtpolitik aus ihren Wohnungen rausgeworfen, wenn sie die Straße nicht unentgeltlich kehren wollen und in ein Dorf aus Blechcontainern am Rande der Stadt abgeschoben. Im Kontrast dazu steht dann zumindest die eine gute Nachricht, mit der ich meinen Vortrag enden möchte. Nach jahrelangen Kämpfen von Roma-AktivistInnen und der Zivilgesellschaft hat der Staat im Jahr 2019 die Schweinemastanlage auf dem Gelände des ehemaligen Internierungslager Letti zurückgekauft und das Grundstück in die Hände des Roma-Museums übergeben. Im Frühjahr 2020 wurden von dort über 10.000 Schweine weggebracht. Aktuell werden die nicht gerade wohlriechenden Altlasten entsorgt und eine historische archäologische Forschung betrieben. Und es gibt bereits ein Konzept einer Gedenkstätte, das in dem kommenden Jahr umgesetzt wird. Möge die Gedenkstätte zur Aufklärung derjenigen beitragen, die, wie der ehemalige Staatspräsident Václav Klaus im Jahr 2005, die Existenz des Internierungslagers für Roma und Sinti immer wieder leugnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich aus München und bedanke mich ganz herzlich beim Deutschen Kulturforum Östliches Europa für die Einladung zu dieser Vortragsreihe. Ich freue mich, Ihnen jetzt etwas erzählen zu dürfen über die deutsche Minderheit in der ersten Tschechoslowakischen Republik sowie ihre aktuelle Lage heute. Ich beginne nun mit meinen Ausführungen. Als im Jahre 2016 der tschechische Videoart-Künstler Mark Teer in München seinen Vortrag über sein Verhältnis zu den böhmischen Deutschen mit diesem Gedicht im Braunauer Dialekt über die Großmutter de Grusla begann, überraschte er damit die Besucher. Ein Vertreter einer modernen Kunstrichtung befasst sich mit einer im Aussterben begriffenen Mundart. Der 1979 in Prag geborene Teer erklärte anschließend, sein Vater sei deutsch-böhmischer Herkunft gewesen. Als Kinder hätten sie sich dieses Gedicht immer wieder gegenseitig vorgelesen. Seine Wurzeln beeinflussten auch stark zahlreiche seiner Kunstvideos, wie etwa Das wandernde Sternlein oder Pflaumen aus dem Jahr 2011. Vorlagen seines böhmischen Ururonkels Franz Schmelz mit Zeichnungen des Braunauer Ländchens faszinierten ihn so stark, dass er die von ihm weiter bearbeiteten Bilder schon im Rahmen zahlreicher Grafikausstellungen präsentierte. Die politischen Verhältnisse in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg ließen bis 1989 ein offenes Bekenntnis zur deutschen Nationalität nicht zu. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren und nach Abschluss der Vertreibung der Sudetendeutschen war alles Deutsche so verpönt, dass zum Beispiel öffentlich keine Werke von Ludwig van Beethoven aufgeführt wurden. Wer es wagte, in dieser Zeit Deutsch in der Öffentlichkeit zu sprechen, musste mit Schikanen oder Strafen rechnen. Die verbliebenen Deutschen büßten ihre staatsbürgerlichen Rechte ein und verloren durch die Vertreibung häufig ihr gesamtes soziales Umfeld. Auch die Praktizierung des bei den Deutschböhmen verbreiteten christlichen Glaubens wurde nach 1948 immer stärker erschwert. Nach den Gräueln der Nationalsozialisten im Protektorat Böhmen und Mähren, die sich im Bewusstsein der tschechischen Bevölkerung vor allem mit der grausamen Heydrichiade und die Auslöschung von Lidice und Ležáky, dem Konzentrationslager Theresienstadt oder der Terrorisierung durch die Gestapo verbanden
und wofür sie auch ihre deutsch-böhmischen Mitbürger aufgrund deren mehrheitlicher Zustimmung zum Münchner Abkommen 1938 verantwortlich machten, erscheint die Entstehung einer solchen Atmosphäre nachvollziehbar. Für die darauf folgende jahrzehntelange kollektive, von den Kommunisten zunächst stark befeuerte und später gleichgültig hingenommene Diskriminierung der noch im Land verbliebenen Deutschen, 1945 etwa 200.000 an der Zahl, ihrer Sprache und ihrer Kultur fällt es schwer, eine Rechtfertigung zu finden. Doch dazu später mehr. Im Folgenden wollen wir uns in zwei Schwerpunkten einerseits mit der Situation der deutschen Minderheit in der Ersten Republik beschäftigen, wobei hier aus Zeitgründen fast ausschließlich auf die Deutschen in den böhmischen Ländern, also auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, Bezug genommen wird. Im zweiten, kürzeren Teil werfen wir auch einen Blick auf deren aktuelle Lage. Gehen wir zunächst einmal in das Jahr 1918 zurück, in dem die bereits auf tönernen Füßen agierende Habsburger Monarchie nach letzten deutlich zu spät kommenden Autonomiezusicherungen endgültig kollabierte und die in ihr zahlreich vertretenen Ethnien sich nun vor einer ungewissen Zukunft sahen. Vertreter des tschechischen Exils wie etwa Tomáš Garrigue Masaryk, ursprünglich lange von der Sinnhaftigkeit des Vielvölkerstaats überzeugt, strebten nun gemeinsam mit slowakischen Repräsentanten die Bildung eines neuen Nationalstaats an. Nach der Niederlage der beiden Kaiserreiche und der in dieser Form wenig durchdachten Verkündung des Selbstbestimmungsrechts in Wilsons 14-Punkte-Plan fand man sich nun in der Position des Stärkeren auf Seiten der Siegermächte des Ersten Weltkriegs wieder. Unter großem Jubel wurden Symbole der alten Monarchie beseitigt, Denkmäler gestürzt, wie etwa auch die auf dem Prager Altstädter Ring kürzlich nach über 100 Jahren wieder aufgestellte Mariensäule. Versuche der Deutschen im Lande, sich mit den kurzfristig ausgerufenen Provinzen Deutschböhmen oder Sudetenland an den neuen Rumpfstaat Deutsch-Österreich bzw. an Deutschland anzugliedern, waren angesichts der Kriegsniederlage unrealistisch und wurden mit Hinweis auf die territoriale Unantastbarkeit der böhmischen Länder abgeschmettert, zumal die mehrheitlich deutschsprachigen Siedlungsgebiete sehr verstreut lagen und sich zum Teil in Insellage befanden. Eine tragfähige Lösung bei den neu zu bildenden Staatsgrenzen unter konsequenter Berücksichtigung der ethnischen Grenzen blieb unerreichbar. Es zeigte sich, dass die Forderung nach der Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts zwar ein hehres Ziel war, sich aber in der Praxis hohen Herausforderungen stellen musste. Manche tschechischen Historiker sahen nach 1989 die Verhandlungsstrategie der tschechischen Seite nach Ende des Ersten Weltkriegs durchaus kritisch. Václav Kural spricht in seinem lesenswerten Buch Konflikt anstatt Gemeinschaft von dem Bestreben, nun endlich, Zitat, die Rechnung mit Österreich zu begleichen, Zitat Ende, betonte aber gleichzeitig, dass zahlreiche tschechische Versuche, um stärkere föderalistische Strukturen oder gar eine Autonomie von Wien jahrzehntelang blockiert worden waren und sich deshalb auch angesichts der den Ungarn gemachten Zugeständnisse starke Ernüchterung einstellte. Jaroslav Kučera verwendete für die Zeit um die Entstehung der Republik 1918 im Hinblick auf die tschechisch-deutsch-böhmischen Konflikte zu Recht das Bild eines, Zitat, Dialogs zwischen Taubstummen, Zitat Ende. Keine Seite zeigte Empathie für Ängste des Gegenübers und folgte Maximalziele. Als am 4. März 1919 in Städten wie Kaden und Meeressternberg von tschechischem Militär auf sudetendeutsche Demonstranten geschossen wurde, die Historiker Otfried Bustejovski und Jiří Kopica beschrieben die Vorkommnisse in Kaden, bei der Streitigkeiten um eine Fahne als Auslöser fungierten, genauer, und dabei 53 Deutsche auch durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ihr Leben verloren, erreichte die Ablehnung des neuen tschechoslowakischen Staats durch die Sudetendeutschen ihren Höhepunkt. Auf dem Kadener Friedhof erinnert heute eine Gedenkstätte an die Toten, die in der Nazizeit als Blutopfer ideologisch missbraucht wurden. Erst mit dem Vertrag von Saint-Germain vom 10.09.1919, bei dessen Abschlussberatungen die deutsch-österreichische Delegation im Vorzimmer das Verhandlungsergebnis abwarten musste, wurden die Sudetengebiete definitiv Bestandteil der Tschechoslowakei. Als Minderheitenschutzverträge fanden entsprechende Regelungen in multi- und bilateralen Vertragswerken Eingang in den Sprachgebrauch. Auch die neue tschechoslowakische Republik verpflichtete sich rechtlich zum Schutz ihrer Minderheiten, zu denen neben der Deutschen, der mit knapp einem Viertel der Gesamtbevölkerung mehr Menschen angehörten als dem zweiten Staatsvolk, den Slowaken, auch eine polnische, ungarische und ruthenische gekommen war. Die 1920 in Kraft getretene tschechoslowakische Verfassung garantierte allen Staatsbürgern, unabhängig von Herkunft oder Religion, gleiche Rechte. Explizit wurde auch die Freiheit der Sprache betont
und eine, Zitat, gewaltsame Entnationalisierung, Zitat Ende, verboten. Die sudetendeutschen Vertreter hatten noch Ende 1919 eine Kehrtwende vollzogen und eine Politik auf dem Boden der Republik eingeläutet. Doch Prag hatte nun kein Interesse mehr an einer weiteren Komplizierung der Verfassungsverabschiedung. Eine deutsche Beteiligung wurde abgelehnt. Auch tschechische Historiker und Verfassungsjuristen sehen in den fehlenden Gruppenrechten bzw. der Fixierung auf die tschechoslowakische Nation einen Makel des Verfassungswerks. Einige Signale der neuen Staatsführung, so etwa des neuen Staatspräsidenten Masaryk und sein bekanntes Zitat von den Deutschen als einst ins Land gekommenen, Zitat, Immigranten und Kolonisten, Zitat Ende, wodurch ihre, Zitat, staatsrechtliche Position, Zitat Ende, künftig auch bestimmt werden müsse, waren unglücklich, wurden aber auch bewusst überbetont und überdeckten anderslautende, auf Ausgleich zielende Äußerungen Masaryks. Auf kultureller Ebene ist die Besetzung des Landestheaters, der deutschsprachigen Bühne Prags, durch tschechische Legionäre zu erwähnen. Das oberste Gericht erklärte den Akt als Bestandteil der nationalen Revolution für rechtens. Die von einigen tschechischen Politikern gebrauchte, aber wenig zu Ende gedachte Formulierung von der Schweiz als Vorbild schien unklug, ein über Jahrhunderte gewachsenes, funktionierendes föderalistisches Modell als Maßstab zu setzen, schraubte die Erwartungen der deutschen Minderheit hoch. Auf der anderen Seite beförderte die von sudetendeutscher Seite gewählte Strategie einer Fundamentalopposition gegenüber dem neuen Staat das tschechische Misstrauen. Ohne ein Bekenntnis zur neuen Staatsform schienen zuverlässige Absprachen über das künftige Zusammenleben keine Verbindlichkeit zu garantieren. Eine seriöse Einordnung historischer Epochen gebietet Multiperspektivität. Und um eine solche sollte man sich auch bei der Beurteilung des Minderheitenschutzes in der Ersten Republik bemühen. Nötig ist dies zum Beispiel bei der am 16. April 1919 beschlossenen, später von sudetendeutscher Seite stark kritisierten Bodenreform, durch die ein Großteil des Adels sowie einige deutsche Großagrariker und Landwirte partiell enteignet wurden. Durchgeführt wurde die Maßnahme von einem nur mit Tschechen und Slowaken besetzten staatlichen Bodenamt. Laut dem Historiker Jaromír Balcár und seinem 1998 erschienenen Beitrag »Instrument im Volkstumskampf« Die Anfänge der Bodenreform in der Tschechoslowakei 1918-19 dienten die Reformen in erster Linie sozialpolitischen Zielen, auch um noch radikaleren sozialrevolutionären Vorstellungen Einhalt zu gebieten. Gerechtfertigt wurde die Reform öffentlich freilich auch mit dem Verweis auf die Historie, etwa mit der Notwendigkeit eines Ausgleichs für die empfundene jahrhundertelange Benachteiligung tschechischer Agrarier, zurückreichend bis ins Jahr 1620. Der Umfang des zunächst beschlagnahmten Grundbesitzes war nicht unbeträchtlich und sorgte bei den Sudetendeutschen für Empörung. Der Historiker Ferdinand Seibt mahnt jedoch eine differenzierte Betrachtungsweise an. Denn bei Weitem nicht alle beschlagnahmten Güter wurden am Ende auch enteignet. Zudem handelte es sich häufig um sehr heterogene und sehr unterschiedlich nutzbare Gebiete, die betroffen waren. Forstbestände, Weiden und ähnliches. Der Anteil neuer tschechischer Kolonisten im deutschen Sprachgebiet, von sudetendeutscher Seite als Vorstoß der Tschechisierung bezeichnet, war eher gering, auch wenn wohl nicht bestritten werden kann, dass mancherorts auch nationalpolitische Ziele im Sinne einer starken tschechischen Präsenz im Grenzland verfolgt wurden. Wissenschaftlichen Forschungen zufolge hatten solche Pläne allerdings keinen systematischen Charakter. Dass ein von der Enteignung betroffener sudetendeutscher Aristokrat diese soziale Umschichtung trotzdem als eine gezielt gegen Deutsche gerichtete Ungerechtigkeit empfand, erscheint in einer national aufgeheizten Atmosphäre nachvollziehbar, zumal auch bei der Neuzuteilung des Bodens Bürger deutscher Nationalität in Einzelfällen benachteiligt wurden. Kural spricht bezüglich der Bodenreform von einem, Zitat, Abgleiten in die Gewässer des tschechischen Nationalismus, Zitat Ende, die zwar keine Bedrohung der sudetendeutschen Existenz bedeutete, aber bei den sudetendeutschen Landbesitzern eine weitere Entfremdung vom tschechoslowakischen Staatswesen auslöste. Nicht weniger komplex gestaltete sich die Frage der Sprachpraxis für die deutsche Minderheit. In den geschlossenen Siedlungsgebieten, wie etwa in Nordwestböhmen, hatte sich bis dato die Frage des Erlernens der tschechischen Sprache für viele Sudetendeutsche nicht wirklich gestellt, war doch Deutsch die führende Alltags- und Behördensprache des Habsburgerreichs gewesen. Nun genossen Tschechisch bzw. Slowakisch als offizielle innere Amtssprache sowie auch im Alltagsverkehr mit den Bürgern Vorrang. Wenngleich, so betonte bereits der Historiker Johann Wolfgang Brügel, die meisten Behördengänge in den Sudetengebieten nach wie vor auf Deutsch erledigt werden konnten.
Der Großteil der deutschsprachigen Bevölkerung von etwa 75% konnte aufgrund des gesetzlich geltenden Bevölkerungsschlüssels eine zweisprachige Eingabe ihrer Anliegen vermeiden. Kutscherer kommt zu dem Ergebnis, Zitat. Zieht man den Aktionsradius eines Durchschnittsbürgers in Betracht, scheint es sehr wahrscheinlich, dass für die Mehrheit der Sudetendeutschen die Kenntnis des Tschechischen entbehrlich war. Zitat Ende. Natürlich passte ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung in der Tschechoslowakei gar nicht in die Schubladen Deutscher oder Tscheche. In vielen gemischten Familien wurden etwa beide Sprachen völlig normal nebeneinander hergepflegt. Auch die Konfession, wie etwa vor allem die jüdische, spielte eine sich ganz unterschiedlich gestaltende Rolle für die eigene Identität. Aufgrund der zuvor durchaus herrschenden Privilegierung der deutschen Sprache in den böhmischen Ländern dürften trotzdem auftretende, brüskierende Erfahrungen der deutsch-böhmischen Bevölkerung besondere Entrüstung nach sich gezogen haben. Diesen waren häufiger Deutsche ausgesetzt, die in mehrheitlich tschechischsprachigen Gebieten lebten. Bei der Einstellungspraxis von Staatsbeamten zogen sudetendeutsche Bewerber wegen nicht vorhandener tschechischer Sprachkenntnisse bei Schlüsselpositionen öfter den kürzeren. Auf tschechischer Seite torpedierte starker Druck tschechischer Nationalisten Masaryks Bemühungen um eine liberalere Fassung des Sprachengesetzes bzw. entsprechende Durchsetzungsbestimmungen über die geltende Kommunikationssprache. Die Tatsache, dass im Parlament Regierungsmitglieder das Wort ausschließlich in tschechischer Sprache ergreifen durften, ohne dass eine Übersetzung stattfand, war ein sichtbares Symbol für eine gewisse Benachteiligung des Deutschen. Interessante, wenn auch quellenkritisch zu lesende deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag verdeutlichen, in welchen Regionen, so etwa in Reichenberg, Liberec oder dem einst zum Deutschen Reich gehörenden Hulchiner Ländchen, Aktivitäten zu einer vermuteten starken Tschechisierung der Bevölkerung auch von Berlin kritisch beobachtet wurden. Auch auf dem Gebiet der Schulpolitik scheinen die absoluten Zahlen zunächst eine eindeutige Sprache zu sprechen. Die Anzahl deutscher Schulen und Klassen sank in den ersten 10 Jahren der Republik. Allerdings war auch der Anteil der Sudetendeutschen an der Gesamtbevölkerung der Tschechoslowakei seit der letzten Volkszählung gesunken, wenn auch nicht in gleichem Maße. Mancherorts wurden durch Strukturreformen deutsche Lehranstalten geschlossen bzw. mussten, wie etwa in Brünn, fusionieren. Gleichzeitig wurde vor Ort eine tschechische neu eröffnet. Gerade solche Zuspitzungen erzeugten auf sudetendeutscher Seite Verbitterung. Dazu trug auch die Disproportionalität bei den sogenannten Minderheitenschulen bei, von denen es in den gemischtsprachigen Regionen mehr Tschechische als Deutsche gab. Auch bei der Selbstverwaltung der deutschsprachigen Schulen hätte ein größerer von der staatlichen Verwaltung eingeräumter Spielraum für Entspannung sorgen können. Allerdings muss, wie dies auch der Historiker Mirek Niemetz tut, betont werden, dass die gesamte Ausrichtung und der Schulalltag inklusive des Lehrplans in Einrichtungen beiderlei Nationalität nur sehr schwach darauf angelegt wurden, die Völker Böhmens kulturell und sprachlich einander näher zu bringen. Bei allen Defiziten und auch verpassten Chancen ist, vor allem aus heutiger Sicht, aber zu betonen, dass sich die Situation in der Ersten Republik auf dem Gebiet der Minderheitenschulpolitik im Vergleich mit anderen mittel- bzw. ostmitteleuropäischen deutschen Minderheiten, wie etwa in Polen, und übrigens auch mit den Südtirolern und faschistischen Italien, um einiges vorteilhafter darstellt. Viele Sudetendeutsche arrangierten sich im Laufe der Zeit mit ihrem Dasein in der Tschechoslowakei. Nach ökonomischen Krisenjahren, von denen die Nachbarstaaten Deutschland und Österreich weit härter getroffen worden waren, wuchs in den 20er Jahren in weiten Teilen der Republik der Wohlstand. Auf kommunaler und wirtschaftlicher Ebene gestalteten sich die Beziehungen zunehmend problemloser. Deutsche Parteien wie die Christsozialen oder die Agrarier beteiligten sich an Regierungskoalitionen. Die rein negativistische Haltung sudetendeutscher nationaler Kreise um Lotschmann von Auen büßte die Unterstützung der Mehrheit der Sudetendeutschen ein, da sie keine sichtbaren Erfolge gebracht hatte. Berlin hatte damals noch kein Interesse an einer Thematisierung der Minderheitenfrage im Rahmen der deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen. Einige tschechisch-sudetendeutsche Zuspitzungen, etwa bei der Durchführungsverordnung des Sprachengesetzes 1925-26, entschärfte geschickt der Meister der politischen Kunst des Möglichen, Antonín Švehla. Die Tatsache, dass mit Franz Spina und Robert Meyer-Harting ab 1926 zwei deutsche Minister in der Regierung vertreten waren, bewirkte eine vorübergehende Entspannung, wenngleich dies im Hinblick auf eine stärkere Sprachgleichstellung und größere Schulautonomie eher geringe strukturelle Veränderungen bzw. substanzielle Konzessionen brachte. F.X. Schalder, tschechischer Literaturkritiker und Journalist aus Reichenberg, Liberec, zog in seinem Notizbuch Zapisnik
eine eher ernüchternde Bilanz. Zitat. Die Tschechen haben in ihrem ganzen Kontakt mit den Deutschen nicht eine einzige und entschlossene Linie vertreten. Einmal wurden kleinliche Konzessionen gemacht, dann wieder noch kleinlichere Persekutionen. Weder Fisch noch Fleisch. Zitat Ende. Emanuel Radl, ein Masaryk nahestehender Historiker, beschwor in seinem Buch Der Kampf der Tschechen mit den Deutschen für die Republik die Bildung eines Vertragsstaats, in der sich alle Nationalitäten zu Hause fühlen könnten und nationale Leidenschaften allmählich verschwenden. Stimmen, die leider nicht gehört wurden. Viele politische Entscheidungen mit nationalpolitischen Auswirkungen dürfen jedoch nicht nur im Lichte einer nationalen Auseinandersetzung betrachtet werden, sondern hatten auch andere Wurzeln. Linkes und rechtes Parteienspektrum arbeiteten permanent an einer Schwächung des politischen Gegners, übernationale, zweckgebundene Allianzen waren nicht selten. Die Wahlen 1928 brachten die Zustimmung einer großen Mehrheit der sudetendeutschen Wähler für die aktivistischen Parteien. In die neue Regierungskoalition traten nun auch die deutschen Sozialdemokraten ein. Alles schien auf eine sich verfestigende, friedliche sudetendeutsch-tschechische Koexistenz hinzudeuten. Die Wirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre erfasste aber nun die Sudetengebiete aufgrund ihres hohen Industrialisierungsgrades mit besonderer Wucht. Arbeitslosen- und Armutsrate in den deutschsprachigen Gebieten lagen auf einmal deutlich über den Werten Innerböhmens. Textil- und Glasindustrie mit ihren teils technisch veralteten Produktionsanlagen waren nur zwei Beispiele für schwer getroffene Industriezweige. Ferdinand Seibt merkte zur damaligen Lage in der Tschechoslowakei an, Zitat, nicht nur das Ausmaß, sondern vornehmlich die Dauer der Beschäftigungskrise wurde schließlich zum Politikum, Zitat Ende. Zu dieser sozialen Sprengkraft gesellte sich, unterstützt durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen, nun eine wiedererwachte nationale. Vor allem aufgrund ökonomischer Wiedererstarkung, die Nationalsozialisten profitierten dabei auch von der Tatsache, dass der Höhepunkt der Krise zur Zeit ihrer Machtergreifung bereits durchschritten war, gewann das benachbarte Deutschland, das sich im ersten Jahrzehnt der Existenz der Ersten Republik aus den sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen weitgehend herausgehalten hatte, bei den Sudetendeutschen an Attraktivität. Diese national motivierte Anziehungskraft verstärkten die in der Tschechoslowakei wirkenden deutschen nationalen Parteien wie die DNP oder DNSAP. Einem drohenden Verbot kamen beide Parteien mit ihrer Selbstauflösung 1933 zuvor. Ihren Platz im Parteienspektrum nahm die Sudetendeutsche Heimatfront Konrad Henleins ein, seit 1935 als Sudetendeutsche Partei SDP aktiv. Aus den Wahlen in diesem Jahr ging die SDP als Siegerin hervor und errang 68% aller sudetendeutschen Wählerstimmen. Finanzielle Wahlkampfunterstützung hatte es nun auch schon aus Berlin gegeben. Henlein betonte zu dieser Zeit noch die Loyalität seiner Partei zur demokratischen Tschechoslowakei und leugnete Sympathien für den Nationalsozialismus, behauptete später jedoch, dies nur aus taktischen Gründen getan zu haben. Mitte der 30er Jahre war die SDP intern noch heterogener aufgestellt. Politisch und ideologisch herrschte, ergänzt durch starke persönliche Spannungen, noch keine Einigkeit über den künftigen Kurs, auch in der Frage der Positionierung zum Deutschen Reich. Spätestens ab 1936 unterwarf sich die SDP immer stärker den politischen Direktiven der NS-Führung. Unsicher über die Gefahr eines nationalsozialistischen Kurses der SDP machte die tschechische Politik zwar einige Zugeständnisse, wie etwa in der Selbstverwaltung der Schulen, verfügte aber über kein stimmiges Konzept zum Umgang mit dieser neuen Herausforderung und war in der Frage des Maßes an Entgegenkommen gespalten. Vor allem in den nordböhmischen Industriegebieten gab es eine starke sudetendeutsche Sozialdemokratie, geführt durch den charismatischen Wenzel Jaksch. Jaksch hatte in Sozialreportagen für die Zeitschrift Der Sozialdemokrat die Lebenswirklichkeit der sudetendeutschen Arbeiter, Bauern und Bergleute in den 20er Jahren beschrieben. Diese lesenswerten Texte sind in dem Band Verlassene Dörfer, verlassene Menschen 2018 erschienen. Viele Sozialdemokraten und auch Kommunisten stellten sich Henlein bis zum Münchner Abkommen 1938 entgegen, was nicht selten in Keilereien endete. Sozialdemokratisch geprägte Familien sahen sich 1938 enormem Psychoterror der Henlein-Anhänger ausgesetzt. Die mangelnde tschechische Würdigung sudetendeutscher Antifaschisten nach 1945 gestand 2005 auch die tschechische, damals sozialdemokratische Regierung ein, entschuldigte sich bei den Betroffenen und förderte entsprechende Aufklärungsprojekte.
Als im Jahr 1937 Altpräsident Masaryk das Zeitliche segnete, waren die unterschiedlich akzentuierten Berichte der deutschsprachigen Presse in der Tschechoslowakei über die Beerdigung ein Spiegelbild der verschiedenen Haltungen zur Republik. Während das Prager Tagblatt von, Zitat, stummer Verbeugung, Schluchzen und Tränen, Zitat Ende, sprach, rühmte das unter Einfluss der SDP stehende Organ Die Zeit, das, Zitat, ritterliche Mitgefühl des Sudetendeutschtums, Zitat Ende, und sah ein neues tschechisches Bekenntnis zum, Zitat, Führerprinzip, Zitat Ende. In der sogenannten Hosbach-Niederschrift über ein Treffen Hitlers mit der Leitung der Wehrmacht am 5. November 1937 ist Hitlers Ziel der Zerschlagung der Tschechoslowakei dokumentiert. Aus Zeitgründen können wir die in der Fachliteratur gut beschriebene Vorgeschichte und Umsetzung des Münchner Abkommens nicht mehr näher ausführen. Erwähnt sei zumindest Konrad Henleins Karlsbader Programm aus dem Jahr 1938 mit für die tschechoslowakische Seite inakzeptablen Autonomieforderungen, die in Abstimmung mit Berlin ständig weiter nach oben geschraubt wurden. Dass sich später in der Zeit des Protektorats auch sudetendeutsche NS-Funktionäre schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig machten, sollte nicht verschwiegen werden. Der bekannteste unter ihnen dürfte der Karlsbader Karl Hermann Frank, Staatssekretär beim Reichsprotektor Böhmen und Mähren sein. Zitieren wir zum Schluss unseres Blicks auf die Erste Republik einen Appell des Schriftstellers und Journalisten Karel Čapek an seine sudetendeutschen Landsleute aus Lidové Noviny vom 19.06.1938. Zitat: Manchmal scheint es, als sei die Entfernung von Prag nach Saaz oder von Böhmisch-Leipa nach Prag größer als von uns zu den Menschen auf der anderen Seite der Welt in Neuseeland. Irgendwie verstehen wir uns gegenseitig schwer. Das ist keine Frage der Sprache. Ich würde euch gerne vorschlagen, dass wir sozusagen von Mann zu Mann unseren gegenseitigen guten Willen überprüfen. Nicht nur ich allein, sondern wir alle, die auf unserer Seite schreiben und denken, möchten euch, unsere deutschen Mitbürger, verstehen. Zitat Ende. Von der schwierigen Situation der deutschen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg war bereits eingangs die Rede. Während die Vertreibung der Sudetendeutschen bereits lief, mussten tausende Verbliebene in den Uranerzbergwerken in Joachimsthal, Jachimov, bis 1947 unter unmenschlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Nach ihnen fanden sich dort tschechische Gegner der kommunistischen Diktatur wieder. Viele sudetendeutsche Antifaschisten, unentbehrliche Facharbeiter oder auch Angehörige von Mischehen konnten, durften oder mussten unter den unterschiedlichsten Vorzeichen bleiben. 1947 oder 48 gab es zudem zwei Umsiedlungswellen, bei denen deutschsprachige Familien aus den Sudetengebieten gezwungen wurden, sich anderswo in der Tschechoslowakei anzusiedeln. Eine schmerzliche Entwurzelung. Lange prägte die Diskussion zwischen Vertriebenen und Verbliebenen darüber, ob denn der Heimatverlust oder die Diskriminierung in der Heimat selbst das schlimmere Los gewesen sei, den Dialog der Betroffenen. Das Schicksal der Deutschen in der Tschechoslowakei nach 1945 beschreibt der Historiker Matěj Spurný in dem Band Bei uns verblieben, Zůstali s námi. Nach der kollektiven Einbürgerung der staatenlos gewordenen, verbliebenen Deutschen im Jahr 1953 gab es zaghafte Versuche von deutschen Theater- oder Singgruppen, etwa in Nordböhmen, ihr Kulturleben wieder aufzunehmen. Im Nachhall des Prager Frühlings gründete sich im Juni 1969 der Kulturverband der deutschsprachigen Bürger der Tschechoslowakischen Republik, der anschließend unter den Bedingungen der Normalisierung arbeitete, damals und besonders seit 1989 aber von einer bedeutenden Zahl von Angehörigen der deutschen Minderheit als kollaborative Organisation abgelehnt wurde. Demgegenüber stand das Argument des Kulturverbandes, näher ausgeführt in dieser 50-Jahres-Jubiläumsbroschüre, sich unter diesen schwierigen Umständen wenigstens um die Erhaltung von Strukturen der deutschen Minderheit bemüht zu haben. In den 60er bis in die 80er Jahre wurden mehrere 10.000 Ausbürgerungsanträge gestellt, von denen die meisten schließlich, oft jedoch mit großem zeitlichen Abstand, bewilligt wurden. 1989 zählte die deutsche Minderheit schon nur noch ca. 60.000 Angehörige. Nach der Wende gehörte der in Krumau, Český Krumlov, geborene Walter Piverka zu den wichtigsten Initiatoren einer Wiederbelebung der deutschen Minderheit. In Fernsehaufrufen warnte er sich als Mitglied des Bürgerforums an die Deutschen im Lande, sich bei ihm zu melden. Persönliche und politische Differenzen bewirkten die Spaltung der Organisationsstruktur der deutschen Minderheit. Piverka, der in der kommunistischen Zeit politisch verfolgt worden war und auf einer Ablösung der alten Führung des Kulturverbands bestand, gründete schließlich mit einigen Mitstreitern den Verband der Deutschen in der Tschechoslowakei,
der 1991 wiederum in der Landesversammlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien aufging. Der Riss zwischen Landesversammlung und Kulturverband schwächte lange Zeit die Position der deutschen Minderheit. Gerade in den letzten Jahren gelang es aber erfreulicherweise weitgehend, das Aufreißen alter Wunden einzustellen und zusammenzuarbeiten. 2016 wurde auch ein entsprechendes Kooperationsabkommen unterzeichnet. Einige Mitglieder sind in beiden Verbänden aktiv. Zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Minderheit, vor allem in den 90er und 2000er Jahren, gehören unter anderem Erwin Scholz, Irene Kunz, Fritz Schalek, Dora Müller oder Walter Korbel. Die Realisierung des sprachlichen, kulturellen und sozialen Minderheitenlebens bezeichnet Martin Zingel, Vorsitzender der in Prag ansässigen und seit 2016 heißenden Landesversammlung der deutschen Vereine in Tschechien, als zentrale Aufgabe seiner Organisation. 22 selbstständig registrierte Verbände und 15 Begegnungszentren fanden sich unter diesem Dach zusammen. Das Prager Haus der nationalen Minderheiten, es gibt insgesamt 14 Minderheiten in Tschechien, ist ein zentraler Ort des Kulturlebens der Landesversammlung. Mit einer jährlichen kulturellen Großveranstaltung soll der Zusammenhalt gestärkt werden. Ebenso wie in den sudetendeutschen Vertriebenengruppen spielt die regionale Identität, wie etwa die schlesische, egerländische oder südmährische, eine wichtige Rolle. Vor allem die stärkere Verankerung der deutschen Sprache als Bestandteil des historischen Kulturerbes der böhmischen Länder im tschechischen Bewusstsein sowie die Anerkennung des reichen kulturellen Beitrags der Deutschen zur böhmischen Geschichte sei sein Ziel, betont Zingel. Auch als Bildungs- und Unterrichtssprache solle Deutsch wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. In Eger, Cheb und in Gablonz, Jablonec, wird derzeit die Bildung bilingualer deutsch-tschechischer Grundschulklassen vorbereitet. Die ökonomische Bedeutung der Nachbarländer Deutschland und Österreich befördert die Notwendigkeit von Kenntnissen der deutschen Sprache trotz der Dominanz des Englischen. Die Erhaltung der vielfältigen Dialekte im deutsch-böhmischen Sprachraum erscheint dagegen fast nur noch auf digitalen bzw. wissenschaftlich-dokumentarischen Wege möglich, fehlt doch vor Ort das entsprechende soziale Umfeld zur Praktizierung. Die Tatsache, dass knapp 25% der Bevölkerung überhaupt keine Nationalität bei der letzten Volkszählung 2011 angaben, legt nahe, dass viele tschechische Staatsbürger, wie etwa Angehörige der Roma-Minderheit, aber auch der Deutschen, aus historischen Erfahrungen heraus diese freiwillige Angabe scheuten und scheuen. Zuletzt bekannten sich noch ca. 18.000 Menschen zur deutschen Nationalität. Sie liegt damit in absoluten Zahlen hinter der vietnamesischen oder polnischen. Im Bericht zur Situation der nationalen Minderheiten in Tschechien wurde zuletzt die Frage der Minderheitenschulen wieder aufs Tapet gebracht. Die Landesversammlung ist Trägerin der Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung in Prag sowie des ebenfalls dort ansässigen Thomas-Mann-Gymnasiums und wird dabei auch von der Bundesregierung finanziell unterstützt. Besser steht hier die zahlenmäßig etwa doppelt so große polnische Minderheit da. In 44 Kindergärten, Grund- oder Mittelschulen wird Polnisch gesprochen. Dies hängt allerdings auch mit dem weitgehend geschlossenen Siedlungsgebiet der tschechen-polnischen Nationalität zusammen, das im Raum Teschen-Ostrau liegt. Die Möglichkeit einer praktikablen Umsetzung erleichtert somit auch die politische Durchsetzung. Wie sehen die Ziele der Landesversammlung ansonsten aus? Die Thematisierung der Enteignung oder Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter werden nach einigen vergeblichen Versuchen nach der Wende nicht mehr angestrebt. Die allermeisten Betroffenen sind bereits verstorben und das Thema hat nach wie vor das Potenzial, zum politischen Sprengstoff zu werden. Stattdessen sucht die Landesversammlung die Unterstützung der tschechischen Regierung bei Projekten zur Gräberpflege und Dokumentation, die zuletzt intensiviert wurden, sowie bei kulturellen Projekten. Die finanzielle Unterstützung von Seiten der tschechischen Regierung sei, so Zingel, insgesamt zufriedenstellend, auch für das Landesecho, die Zeitschrift der deutschen Minderheit. Nach dem Aus für die deutschsprachige Prager Zeitung 2016 ist dessen Bedeutung für die Wahrnehmung der deutsch-tschechischen Beziehungen gewachsen. Derzeit verfügt sie über eine Auflage von 2000 Stück und verzeichnet einige hundert Online-Abonnements. Im Bereich der deutsch-böhmischen Musiktradition und des Volkstandes zeigen sich besonders die verbliebenen Egerländer, allen voran die Familie Schulko, aktiv. Schulko gestaltet auch eine kurze Rundfunksendung mit dem Titel Nachbarn, Sosede, die freitags um 19.45 Uhr in vielen Regionalstudios des tschechischen Rundfunks in deutscher und tschechischer Sprache ausgestrahlt wird und auch strittigen Themen nicht ausweicht.
Zu den aktiven Begegnungszentren zählt auch das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung in Gablonz, Jablonec, deren Leiterin Petra Laurin zusammen mit Irene Novak in einer informativen Ausstellung Schicksale der Deutschen im Isargebirge nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentierte. Auch Einrichtungen in Hultschin, Troppau, Opava, Jägerndorf, Krnov oder Meriš-Trübau, Moravská Třebová gehören zu den aktiveren Zentren. 110 Projekte weist der Minderheitenbericht des tschechischen Außenministeriums für die Landesversammlung im Jahr 2019 aus. Die Spurensuche im Grenzland findet sich hier ebenso wie Weihnachtsfeiern, Ausstellungen, Schulwettbewerbe und Ferienlager. Einige Dutzend Projekte hat auch der Kulturverband zu verzeichnen. Heute werden sowohl Landesversammlung als auch Kulturverband vom tschechischen Kultusministerium finanziell unterstützt. Tschechien ratifizierte 1997 auch das Rahmenabkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und 2006 die Europäische Charta zum Sprachenschutz. Der seinerzeitige Außenminister Karel Schwarzenberg erwies der Landesversammlung mit der Zurverfügungstellung des Außenministeriums als Veranstaltungsort für eine jährliche große europäische Minderheitentagung seinen Respekt. 2020 stand sie erstmals unter Schirmherrschaft des tschechischen Außenministers Tomáš Petříček. Auch wenn sie wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt wurde, belegt dies den gewachsenen Stellenwert der deutschen Minderheit für die Tschechische Republik. Einige Ausstellungen und Publikationen haben sich vor allem mit Einzelschicksalen der deutschen Verbliebenen auseinandergesetzt. Der schon erwähnte Band Bei uns verblieben, herausgegeben von der Vereinigung Antikomplex, die sich seit vielen Jahren um die deutsch-tschechischen Beziehungen verdient macht, ist ein besonders schönes Beispiel. Die Betrachtung von Einzelschicksalen und Zeitzeugenaussagen kann die Geschichtswissenschaft zwar nicht ersetzen, aber doch wertvolle Ergänzungen und Perspektiven liefern. Lassen Sie uns dies bei der Betrachtung der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei nicht vergessen. Herzlichen Dank.